Hallo, liebe Leute auf Freifam. Ich melde mich von unterwegs, weil ich bin zurzeit so beschäftigt, dass ich kaum dazu komme, Videos zu machen. Habt ihr wahrscheinlich gesehen, dass da von mir fast nichts kommt, außer der Jahresrückblick. Es geht in diesem Video um den lügenden Landtag von Baden-Württemberg, der ein Verfahren gegen mich angestrengt hat vor dem Landgericht in Ulm. Und heute ist Mitte März. Ich erzähle euch, also Mitte März 2023, ich erzähle euch, was das Sache ist in dem Verfahren, ja, worum es geht, wo wir stehen und warum der Landtag lügt. Okay, legen wir los. Worum geht es in dem Verfahren? Ich habe mehrere Artikel auf Freifam veröffentlicht, wo es darum geht, dass die Landtagsdirektorin, die den Namen Christine Werner hat, als Richterin meine Kinder gegen uns entschieden hat, und zwar auf eine perverse Art und Weise, psychisch pervers, juristisch pervers, und dass sie die politische Erpressung mit meinen Kindern begünstigt hat. Das habe ich ihr vorgeworfen öffentlich, und der Landtag, der lügende Landtag von Baden-Württemberg, der will, dass ich diese Behauptungen unterlasse. Findet das nicht schön? Lügender Landtag, was für eine tolle Alliteration, und noch dazu ist sie wahr. Und diese Unterlassungsklage, die wurde irgendwann, ich glaube Juli 2022 oder so, eingereicht beim Landgericht. Oder schon vorher, ich erinnere mich nicht mehr. Und auf jeden Fall im September, 5. September 2022, kam es dann zur Verhandlung am Landgericht Ulm, und in dieser Verhandlung sagten die drei Richter, sie fänden den Vortrag des lügenden Landtags von Baden-Württemberg schlüssig. Mein Anwalt und ich haben dann noch ein paar Sachen vorgetragen, und da hat auch das Landgericht an einem Teil uns recht gegeben, und zwar: Es hat ja geklagt die Landtagsdirektorin selbst, die Frau Christine Werner, und der Landtag als Organisation. Und das Landgericht Ulm hat in seiner vorläufigen Rechtsauffassung mitgeteilt, dass er nicht sieht, dass der Landtag selbst aktiv legitimiert ist. Also der Landtag hat da kein Recht zu klagen, um das mal einfach zu übersetzen, was diese Aktivlegitimation bedeutet. Da hat natürlich die zwei Anwälte, die der Landtag beauftragt hat, von der Kanzlei, ich glaube Oppenländer, genau so heißen die in Stuttgart. Wahrscheinlich kriegen die ein Batzen Geld vom Landtag. Und ich hoffe natürlich auch von der Landtagsdirektorin. Das wäre ja ein Skandal, wenn da der Landtag die Kosten für die Landtagsdirektorin übernimmt. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. So, nach dem Stand im September 2022 würde ich das Ding so verlieren, dass die Landtagsdirektorin Recht kriegt und der Landtag nicht mal das Recht hat, da zu klagen auf Unterlassung. Ja, das Problem an der Sache ist ganz einfach, dass der Landtag, wie schon zart angedeutet, gelogen hat vor Gericht. Und namentlich haben natürlich die Personen gelogen, die den Antrag gestellt haben, nämlich die Landtagsdirektorin und die Präsidentin des Landtags, die Frau Muhterem Aras, für den Landtag. Also die zwei Personen haben gelogen, und mit ihnen der ganze Landtag, weil die Landtagspräsidentin ja den Landtag vertritt in dieser Klage. Worum geht es in dieser Lüge? Das erkläre ich, weil das ist eine juristische Sache. Der Landtag hat in seiner Klage behauptet, dass die Landtagsdirektorin, die damals Richterin am Amtsgericht Ulm war und auch die Direktorin des Amtsgerichts Ulm, dass die meinen Ablehnungsantrag gegen den Familienrichter Dr. Markus Bühler, ja, der diese ganze politische Erpressung mit meinen Kindern als erster entschieden hat, dass dieser Ablehnungsantrag rechtsmissbräuchlich gewesen sei. Ja, rechtsmissbräuchlich heißt im Grunde, ich habe das Recht, den Richter abzulehnen, missbraucht, ja, und nicht im Sinne des Gesetzes benutzt. Rechtsmissbräuchlich hieße,
dass ich zum Beispiel das nur benutzt hätte, um das Verfahren zu verzögern oder anderes. Das hat der Landtag felsenfest, ja, nicht als Vermutung geäußert, sondern im Indikativ, dass es so sei, dass mein Ablehnungsgesuch gegen den Richter Dr. Markus Bühler, also diesen Richter, der sein Amt missbraucht, um mich mit Entzug meiner Kinder politisch zu erpressen, dass dieser Befangenheitsantrag, ja, ich habe gesagt, der ist parteiisch, der ist gegen mich, gegen meine politische Meinung. Diesen Befangenheitsantrag hätte die Frau Christine Werner damals als Richterin als rechtsmissbräuchlich abgelehnt. Problem an der Sache ist, es ist falsch. Es stimmt nicht. In dem Beschluss, den die Frau Werner gefasst hat, zu meinem Ablehnungsantrag gegen den Dr. Markus Bühler am Amtsgericht Ulm, steht rechtsmissbräuchlich mit keinem Wort drin, auch nicht indirekt. Von daher war das eine glatte Lüge vom Landtag. Und warum ist diese Lüge so wichtig und so wesentlich in dem Verfahren? Na, weil, wenn es rechtsmissbräuchlich gewesen wäre, dann wäre das einfach eine formale Sache gewesen. Dann hätte die Frau Christine Werner sich gar nicht mit dem Inhalt meines Befangenheitsantrags auseinandersetzen müssen. Dann wäre die Sache auch klar gewesen, was die Unterlassungsklage angeht, ja. Dann hätte ich ihr das ja gar nicht vorwerfen können. Wenn sie sich schon in ihrer Funktion als Richterin vom Gesetz her und von der herrschenden Rechtsprechung her gar nicht inhaltlich hätte auseinandersetzen müssen, kann ich ihr nicht vorwerfen, dass sie da die politische Erpressung auf perverse Art unterstützt hätte, ja, begünstigt hätte. Aber dem ist nicht so, ja. Sie hat in ihrem Beschluss gesagt, es sei unbegründet. Deshalb ganz klar, sie hat sich mit meinem Vortrag befasst und deshalb habe ich natürlich auch das Recht, ihr diese Vorwürfe zu machen. Das heißt, die Lüge des Landtags ist eine wesentliche Lüge in dem Verfahren. Und auf jeden Fall, als dann die Verhandlung am 5. September war und die drei Richter des Landgerichts das für schlüssig erachteten, was der Landtag da auf Basis seiner Lüge gesagt hat, habe ich dann nach der Verhandlung diesen Beschluss eingereicht beim Landgericht Ulm, weil die Anwälte vom Landtag haben in ihrer Klage diesen Beschluss der Frau Christine Werner nicht drin gehabt, sondern haben einfach nur behauptet, mein Befangenheitsantrag sei in dem Beschluss als rechtsmissbräuchlich verworfen worden. Und ich habe auch in meiner Erwiderung gegen die Klage, ja, die natürlich noch vor der mündlichen Verhandlung einging beim Landgericht, habe ich natürlich gesagt, hey, die Kläger, ja, der Landtag mit der Landtagspräsidentin als Vertreterin und die Klage der Landtagsdirektorin, dass die keine Grundlage hat, weil die Behauptung, der Beschluss hätte mein Befangenheitsantrag als rechtsmissbräuchlich verworfen, wird nicht belegt. Und in Zivilverfahren musst du ja eigentlich, wenn du eine Klage machst, beweisen, was du da behauptest. Da sind die Richter am Landgericht Ulm gar nicht darauf eingegangen. Die fanden das einfach schlüssig. Ja? Jetzt ist es so, ein Gericht kann auch sagen, dass es die Beweislast quasi umkehrt, ja, und sagt, naja, der Landtag konnte ja den Beschluss gar nicht haben, weil es ja eine Familiensache. Der Beschluss ist nicht öffentlich, die dürfen das nicht einsehen. Von daher kann das Gericht dann mir auferlegen, zu sagen, gib uns mal den Beschluss, damit wir das prüfen können. Ich habe jetzt vergessen, was dieser juristische Terminus dafür ist, dass da es nicht wirklich eine Beweisumkehr ist, ein anderer Terminus. Aber das hat das Landgericht nicht gemacht. Ja, und ohne diesen Hinweis sind sie weiterhin in der Pflicht als Gericht, die Klage vom Landtag zu prüfen auf Schlüssigkeit, was sie nicht gemacht haben, aber behauptet haben, sie sei schlüssig. Und das ist jetzt das Dilemma für den Landtag und für die Landtagsdirektorin in dem Verfahren, dass die gelogen haben und denen ihre ganze Klage damit die Grundlage entzogen ist. Und es ist natürlich spannend, wie sieht das Landgericht Ulm? Und da ist der Stand der, dass der Entscheidungstermin immer wieder verschoben wurde. Der liegt jetzt
30. März, also heute haben wir Mitte März, in 2 Wochen, ist der Entscheidungstermin. Aber so einfach ist es gar nicht, das Ganze. Denn seit der Verhandlung am 5. September habe ich, wie gesagt, den Beschluss dem Gericht vorgelegt, aus dem hervorgeht, dass die Klage keine Grundlagen hat vom Landtag, weil eben nichts mit rechtsmissbräuchlich drinsteht in dem Beschluss der Landtagsdirektorin Frau Christine Werner, den sie damals als Direktorin des Amtsgerichts Ulm entschieden hat. Und ich habe auch die Richter abgelehnt, weil ich hatte die schon im Verfahren abgelehnt, beziehungsweise mein Anwalt, weil der eine Richter, der Herr, Mensch, wie heißt der, Freitag oder so, ich kann mir die Namen von so politischen Richtern schlecht merken, Freitag irgendwas, oder Ulrich, heißt er Ulrich? Keine Ahnung. Wie komme ich auf Freitag? Ich weiß es nicht. Die Namen von solchen Leuten merke ich mir nur ungern. Der hat ganz munter in der Verhandlung dann dem, ich glaube, der heißt Professor Köhler, da habe ich dasselbe Problem, sich die Namen zu merken. Der Professor Köhler, also einer dieser Oppenländer-Anwälte, die im Auftrag des Landtags da unterwegs waren, den hat der munter beraten, wie sie ihre Klage verbessern können. Das hat dann mein Anwalt gerügt. Und trotzdem wurde halt der Entscheidungstermin festgelegt. Und dann haben wir halt einen Ablehnungsantrag gemacht gegen die Richter am Landgericht. Und der wurde dann verworfen vom Landgericht Ulm. Und dann habe ich da nochmal Anhörungsrüge gemacht mit Ablehnung und habe da auch gesagt, dass das Landgericht offensichtlich politisch entscheidet und habe das auch belegt aufgrund von vorherigen Verfahren, die da liefen, und habe es auch inhaltlich belegt von dem, wie da begründet wurde. Das wurde natürlich alles verworfen. Das gibt es ja nicht, eine politische Rechtsprechung in Deutschland, obwohl mal ein Professor von der TU Berlin irgendwann in den 90er Jahren gesagt hat, dass natürlich die Rechtsprechung in Deutschland politisch ist. Egal. Aber war ja klar, dass es verworfen wird. Auf jeden Fall gab es dann eine Entscheidung. Wir haben dann eine sofortige Beschwerde halt gemacht gegen die Ablehnung des Befangenheitsantrags gegen die Landgerichtsrichter. Und da hat das Landgericht dann eine Entscheidung dazu getroffen, zur sofortigen Beschwerde. Und gegen die sofortige Beschwerde habe ich eine Anhörungsrüge gemacht. Wieder mit Ablehnung der Richter. Und ich habe zu der Ablehnung bisher noch keinen Beschluss bekommen. Also, dass die Anhörungsrüge wahrscheinlich nicht funktioniert, weil ja Anwaltszwang herrscht in der sofortigen Beschwerde. Davon gehe ich mal aus. Aber die Ablehnung, die Teil der Anhörungsrüge ist, die konnte ich natürlich selber machen. Es gibt keinen Anwaltszwang bei dem Befangenheitsantrag. Und zu dieser Ablehnung habe ich bisher noch keinen Entscheid bekommen des Landgerichts Ulm. Trotzdem hat das Oberlandesgericht inzwischen über die sofortige Beschwerde entschieden. Also da scheint mir irgendwie der Rechtsweg ein bisschen durcheinander gekommen zu sein. Drehe ich mal um. Und ich glaube, im Hintergrund seht ihr meinen Hund, der mit dem ich spazieren gehe. Und auf jeden Fall ist es jetzt halt die Frage, ja, was machen die jetzt am 30. Mai? Entscheiden die, weil das OLG entschieden hat und die denken, sie sind nicht mehr abgelehnt, aber ich sag, ne, mir ist der Beschluss noch nicht zugekommen zur Ablehnung. Moment kurz. So, bin wieder da. Ja, also was ist jetzt? 30. März soll ja jetzt die Entscheidung laufen und ich habe noch keine Entscheidung zur Ablehnung, also eigentlich sind die noch abgelehnt. OLG hat aber entschieden über die sofortige Beschwerde. Also sind sie nicht mehr abgelehnt. Dann gibt es ja noch den Punkt. Der BGH hat mal entschieden, dass 5 oder 7 Monate nach der mündlichen Verhandlung man davon ausgehen kann, dass die Richter sich nicht mehr an die Verhandlung erinnern können und es aber nicht entscheiden können, weshalb eine neue mündliche Verhandlung gemacht werden muss. Ich denke mal, das dürfte in unserem Fall jetzt auch greifen. Also, keine Ahnung, es ist ein bisschen unklar für mich, was jetzt als nächstes kommt. Vielleicht haben ja ein paar von euch Zuschauern eine Ahnung, was da jetzt kommt. Können auch gern kommentieren unter dem Video oder noch weitere Fragen stellen, wenn sie mir helfen wollen in dem Fall. Dann beantworte ich die gern. Also
Das ist Stand der Dinge. Und ja, was mache ich jetzt damit? Ich warte jetzt mal bis zum 30. Mai und je nachdem gucke ich mal, was ich am 29. Mai mache. Ja. Also Optionen habe ich ja. Wenn ich der Auffassung bin, die Richter sind immer noch abgelehnt und das OLG hat entschieden, obwohl ich noch keine Entscheidung zur Ablehnung bekommen habe und noch nicht da Rechtsmittel dagegen einlegen konnte und auch noch nichts verfristet ist, dann denke ich, könnte ich ja die Richter am Landgericht wieder ablehnen, ja, und sagen, die können gar nicht entscheiden, die stecken immer noch im Ablehnungsverfahren drin. Gut, vielleicht könnte ich sie auch ablehnen, weil sie eigentlich nicht entscheiden können, sondern laut BGH eigentlich nochmal eine mündliche Verhandlung machen müssen, weil sie sich laut BGH nach 5 bis 7 Monaten nicht mehr daran erinnern können. Frage ist halt September, Ende März, da haben wir dann September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar. Ja, dann haben wir 7 Monate. Also wenn es 5 Monate sind, was der BGH entschieden hat, ist die Sache klar. Bei 7 Monaten weiß ich nicht. Okay, alles ein bisschen kompliziert, aber ich darf es mal zusammenfassen. Es geht im Grunde darum, dass ich von der Justiz und wie ich meine auch von der Politik in Baden-Württemberg mit meinen Kindern erpresst werde, indem man mir die entzieht, weil ich mit denen über das Wechselmodell rede. Meine Kinder sollen nicht von ihrem Papa erzogen werden, der sich für die gleichberechtigte Betreuung von Kindern nach der Trennung einsetzt. Das ist in Baden-Württemberg ein Tabu und da arbeiten alle zusammen. Das werde ich auch alles darlegen. Ich betrachte es mittlerweile als eine Kindeswohldiktatur, was da läuft, auf psychischer Ebene. Und darum geht's in der Sache, in der der Landtag und die Landtagsdirektorin und die Landtagspräsidentin, namentlich die Frau Christine Werner als Direktorin, die Frau Muhterem Aras als Präsidentin und dann der Landtag gelogen haben. Die Frage ist ja noch, wie kam diese Lüge zustande? Ja, und da kann man ja nur spekulieren, ich habe keine Einblicke. Aber die einzige Person, die man ja fragen kann beim Landtag oder die Oppenländer Rechtsanwaltskanzlei, ist ja die Landtagsdirektorin. Die ist die einzige, die ich da fragen würde. Erzählen Sie mal, Frau Werner, wie war das denn? Und ja, das ist meine Spekulation, die aber natürlich naheliegend ist. Und dann sagt die Frau Christine Werner, na, ich habe den Befangenheitsantrag als rechtsmissbräuchlich abgelehnt. Und an dem Punkt hat sie gelogen. Es steht ja auch in der Klage nicht drin, erinnerungsgemäß habe ich den Befangenheitsantrag als rechtsmissbräuchlich abgewiesen. Ja. Nein, so steht drin, er wurde als rechtsmissbräuchlich verworfen. Von daher ist es eine glatte Lüge. Und die Lüge hat dann wohl, weiß nicht, wie das dann da ist mit den Strukturen. Ich kann mir vorstellen, dass das Präsidium im Landtag sowas durchwinken muss, ja, wenn der Landtag eine Klage macht. Und deshalb gehe ich davon aus, dass zumindest einige Präsidiumsmitglieder der Landtagsdirektorin einfach geglaubt haben, dass es stimmt, was sie sagt. Und das ist natürlich schon ein Ding, wenn eine Landtagsdirektorin, die mal Richterin war, dann vor Gericht lügt. Wollen wir so eine Landtagsdirektorin haben in Baden-Württemberg? Ich weiß nicht. Eine Richterin, ehemalige Richterin, die vor Gericht lügt. Naja, weiß nicht, ob dann die Leute im Landtag, insbesondere die Landtagspräsidentin Muhterem Aras, überhaupt noch glaubwürdig ist, wenn sie vom demokratischen Rechtsstaat redet. Ja? Wenn die eigene Landtagsdirektorin, also ehemalige Richterin, vor Gericht lügt, wirft ja ein schlechtes Licht auf den Rechtsstaat. Da fragt man sich ja, hat die Frau Landtagsdirektorin Christine Werner als Richterin auch schon gelogen in ihren Beschlüssen? Lügen andere Richter, ja? Oder ja, richten andere Richter per Lügen, wenn das so ist. Aber das sind nur die Spekulationen, Meinungen und Vermutungen eines ganz gewöhnlichen Vaters, der hier
in der Märzsonne mit seinem Hund spazieren geht und euch ein Update geben will. Ich wünsche euch einen schönen Tag, lasst es euch gut gehen und bis bald. Ciao, ciao.